Herzlich willkommen zu dem Webinar Crashkurs Familien- und Erbrecht. Schön, dass du möglicherweise sogar wieder dabei bist. Ich bin, für den Fall, dass wir uns nicht kennen, Sören und verantwortlich für die Inhalte und für die didaktische Konzeption von Jura Online. Und in dieser Funktion gehe ich also heute das Familien- und Erbrecht durch. Wohlgemerkt nur Pflichtfachstoff, also nicht für den Schwerpunkt. Und da haben wir einiges vor uns. Wir steigen also gleich ein. Und alles, was ich jetzt erzähle, kannst du auch abrufen. Und zwar anhand derselben Schaubilder, die ich jetzt gleich benutzen werde, innerhalb des Programms, indem du eine Mail an info@jura-online.de schreibst. Unter derselben E-Mail-Adresse kannst du auch Fragen loswerden, die ich dann im Nachgang des Webinars dann auch beantworte. Gut, steigen wir mal ein. Hier erstmal im Familienrecht. Das heißt, gucken wir uns erstmal an, was es da so im Familienrecht gibt. Was musst du eigentlich können? So viel ist es nämlich gar nicht im Familienrecht im Pflichtfachbereich. Das heißt, da gibt es vier Bereiche, die von Bedeutung sein können. Erstmal die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, die im Grunde gar nicht zum eigentlichen Familienrecht gehört, aber hier immer mit abgehandelt wird. Da gibt es noch ein Problem, wenn man auseinandergeht, also wenn eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft auseinandergeht, welche Ausgleichsansprüche dann bestehen. Der zweite Bereich ist das eigentliche Eherecht, 1297 folgende BGB. Dann gibt es Regelungen über die Verwandtschaft, 1589 folgende BGB. Da muss man im Grunde nur so ein paar Dinge mal zur Kenntnis nehmen. Das werden wir nicht weiter im Detail durchgehen. Man muss die elterliche Sorge kennen, insbesondere die Vertretungsvorschriften 1626, 1629 BGB. Dass im Übrigen in einigen Bereichen die Eltern nicht allein handeln können, sondern das Familiengericht involviert sein muss, 1821, 1822, zum Beispiel, wenn es um Grundstücksgeschäfte geht oder gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten. Und es gibt eine Haftungsprivilegierung innerhalb der Relation Eltern-Kinder. Nach 1664 BGB haftet man nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, also für die eigenübliche Sorgfalt 277 BGB. Dann gibt es den Bereich Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft, ebenfalls nicht ernsthaft klausurrelevant, 1773 folgende bis zum Erbrecht 1921 geregelt. Da muss man im Grunde nur die Vertretungsnormen 1793 BGB kennen. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Ausgleichsansprüche bei Beendigung einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft und kümmern uns dann schwerpunktmäßig dann im Anschluss um das Eherecht. Das heißt, erste Konstellation hier, also nächste Übersicht, Ausgleichsansprüche bei Beendigung einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Insoweit ein Klassiker, wo du ganz genau wissen musst, welche Anspruchsgrundlagen in Betracht kommen. Im Grunde ist das kein familienrechtlicher Fall, sondern man muss es mit allgemeinen Mitteln lösen. Nehmen wir also mal folgende konkrete Fallgestaltung. M und F lieben sich, leben auch zusammen, bilden also eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft und bauen ein Haus. Und M buttert da 100.000 Euro rein. Das ist sozusagen sein Beitrag hier zum Hausbau. Und dann geht die Beziehung in die Brüche. Das ist hier signalisiert durch das Herz, das jetzt durchgekreuzt ist. Und M kommt auf die Idee, dass er diese 100.000, die er irgendwie reingebuttert hat, von F wiederhaben möchte. Und da könnte man jetzt erstmal überlegen, das Ganze familienrechtlich zu lösen. Da gibt es nämlich den Zugewinnausgleichsanspruch nach Beendigung der Ehe, § 1378 BGB. Das heißt, wenn eine Ehe auseinandergesetzt wird, dann guckt man, wie viel hatte jeder zu Beginn, wie viel haben sie zuletzt, wie viel hat jeder dazu gewonnen. Und wenn einer mehr dazu gewonnen hat, dann muss er die Hälfte von dem, was er mehr dazu gewonnen hat, an den anderen überweisen. Das ist sozusagen der Zugewinnausgleichsanspruch. Nur § 1378 BGB gilt natürlich nur für die Ehe und nicht für die Nicht-Ehe-Lebensgemeinschaft. Und deshalb muss man hier, wenn überhaupt, nur auf eine analoge Anwendung zu sprechen kommen. Nur nach allgemeinen Regeln setzt eine Analogie eine planwidrige Regelungslücke voraus. Dann müsste der Gesetzgeber also übersehen haben, dass es noch andere Lebensformen als die Ehe gibt und das ist nicht anzunehmen. Ganz abgesehen davon regelt Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz den Schutz von Ehe und Familie und regelt dort den besonderen Schutz von Ehe und Familie. Man spricht hier auch von einem Abstandsgebot. Das heißt, die Ehe genießt einen besonderen Schutz dadurch, dass der Gesetzgeber sich die Mühe gemacht hat, die Abwicklung geordnet stattfinden zu lassen. Und insofern wäre das hier eine Ausdehnung dieses besonderen Schutzes auf die Nicht-Ehe-Lebensgemeinschaft, wäre das also eine Ausdehnung, die vielleicht über das Ziel hinausschießt. Das heißt also, dann genösse ja die Ehe nicht mehr den besonderen Schutz, sondern nur den allgemeinen Schutz, wie alle anderen Lebensformen auch. Und insofern verbietet sich auch im Hinblick auf Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz eine analoge Anwendung. Gut, nächste Überlegung, § 1298 BGB analog. Da sind wir systematisch bei dem Verlöbnis. Und wenn ein Verlöbnis aufgelöst wird, dann hat
der andere Teil Schadensersatzansprüche, wenn er zum Beispiel schon Ringe gekauft hat oder die Eltern Ringe gekauft haben, dann gibt es Schadensersatzansprüche. Nur bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft hat man ja eine Lebensform gewählt, die gerade darauf gerichtet ist, jederzeit auch formlos aufgelöst zu werden. Man hat also nichts versprochen. Und deshalb haben wir weder ein Verlöbnis noch eine Situation, die dem gleichkommt. Das heißt also, familienrechtlich werden wir hier im Ergebnis nichts und können deshalb auf allgemeine Vorschriften zurückgreifen. Zum Beispiel könnte der, wir haben ihn genannt, M gegen F, einen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens haben oder eines Darlehens haben. Dann müssten die beiden nur einen Darlehensvertrag geschlossen haben. Und ein Vertrag setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme voraus. Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, der auf Setzung einer privatrechtlichen Rechtsfolge gerichtet ist. In objektiver Hinsicht setzt die Willenserklärung voraus einen Handlungswillen, einen Erklärungswillen, auch Rechtsbindungswillen genannt, und einen Geschäftswillen. Und der Erklärungswille ist der erkennbare Wille, sich rechtsgeschäftlich erheblich zu verhalten. Und hier ist es ja so, dass M einfach nur blind vor Liebe reingebuttert hat, genauso wie die F ihren Beitrag zum Gelingen des Hausbaus hier geleistet hat. Das heißt also, es ist nicht in dem Bewusstsein gehandelt worden, hier irgendwie eine Verbindlichkeit zu begründen. Und erst recht kein Darlehen, denn Darlehen hieß ja, dass der Geschäftswille darauf gerichtet sein müsste, dass auch der Betrag zurückgezahlt werde. Und davon war hier in meinem Beispielsfall auch nie die Rede. Das heißt, weder haben wir einen Erklärungswillen, noch haben wir einen Geschäftswillen, also mit dem Inhalt eines Darlehens, also Rückzahlung. Das heißt im Ergebnis kein Anspruch auf Rückzahlung aus einem Darlehensvertrag. Jetzt könnte man überlegen, dass der M der F das ja geschenkt hat und wenn sie dann Schluss macht, wenn das so gewesen sein sollte, dann könnte das grober Undank sein und dann verweist § 531 Absatz 2 BGB im Falle des Widerrufs wegen groben Undanks auf die § 812 folgende BGB, dann hat er einen Anspruch auf Herausgabe des Erlangten, das heißt im Zweifel Wertersatz, also 100.000 Euro. Nur dann müssten die beiden Hübschen einen Schenkungsvertrag geschlossen haben und auch der setzt einen Rechtsbindungs-, also einen Erklärungswillen voraus. Und auch hier war es wohl so, dass immer noch einfach nur im unbenannten Bereich jeder seinen Beitrag diffus geleistet hat, ohne Rechtsbindungswillen, also auch hier ohne entsprechenden Willen, sich rechtsgeschäftlich erheblich verhalten zu wollen. Im Übrigen müsste es auch ein Geschäftswillen mit dem Inhalt einer Schenkung sein und der Geschäftswille bei der Schenkung heißt unentgeltlich und eine gewisse Wechselbezüglichkeit liegt ja schon vor, also jeder hat seinen eigenen Beitrag geleistet, das heißt also insofern würde auch das nicht passen und schließlich müsste außerdem grober Undank vorliegen, wenn die F Schluss gemacht hat, nur das Wesen der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft ist ja im Grunde, dass man jederzeit Schluss machen kann, ohne dass das jetzt irgendwie besondere Folgen hat und deshalb lässt sich allein aus der Tatsache, dass die F Schluss gemacht hat, nicht schließen, dass sie grob undankbar ist und deshalb kann M auch nicht widerrufen. Das heißt, auch aus mehreren Gründen scheitert auch dieser Rückabwicklungsanspruch aus dem Schenkungsrecht. Gut, jetzt wird weiter erwartet, dass du auch noch gesellschaftsrechtliche Fantasien entwickelst. Also wie gesagt, das sind alle Standardanspruchsgrundlagen, die du bringen musst in dieser Standardsituation. Also nicht etwas, was ich mir jetzt irgendwie kurz ausdenke. Das heißt, also wir reden hier über einen Standardfall und deshalb also gehen wir es auch genauso durch. Das heißt, nächste Überlegung. Das könnte eine GbR gewesen sein, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die jetzt auseinandergesetzt wird. Und dann hat man einen Anspruch auf Auszahlung der Einlage nach 733 Absatz 2 BGB, also das, was man da reingelegt hat. Nur auch die GbR ist ja nichts anderes als ein Vertrag zwischen mehreren Beteiligten, wo jeder seinen Beitrag leisten soll, § 705 folgende BGB. Das heißt, auch hier wäre Voraussetzung ein entsprechender Erklärungswille, Schrägstrich Rechtsbindungswille. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass die dass insbesondere auch M, aber auch F, also letztlich beide, kein solches Bewusstsein hatten. Die haben einfach nur das Haus gebaut und der eine hat Geld gegeben und der andere hat auch irgendwas gemacht. Das heißt insofern auch hier keine GbR. Natürlich können auch nicht ihre Lebenspartner eine GbR gründen, so ist es nicht. Das heißt, wenn über den Zweck der Lebensgemeinschaft hinaus noch besondere Zwecke vereinbart werden, also die können zum Beispiel auch irgendwie einen Laden aufmachen und gemeinschaftlich führen, dann ist es durchaus denkbar. Beim konkreten Fall hat einfach nur jeder so seinen Beitrag geleistet zum Nestbau für die Nicht-Lebensgemeinschaft. Gut, fahren wir fort. Weiter kommen in Betracht vielleicht bereichungsrechtliche Rückabwicklungsansprüche. Zum Beispiel § 812 Absatz 1 Satz 2 erster Fall, dass später der Rechtsgrund weggefallen ist. Nur § 812 Absatz 1 Satz 2 erster Fall ist ein Unterfall der Leistungskondition. Das heißt, die F müsste etwas erlangt haben, hier Besitz und Eigentum an den Geldschein oder wenn M das überwiesen hat, dann
die Gutschrift auf dem Konto, aber durch Leistung. Leistung ist bewusste und bezweckte Mehrung fremden Vermögens, wobei der Zweck im Bereichungsrecht bei der Definition der Leistung immer in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Das heißt, M müsste mit der Zielrichtung der Erfüllung einer Verbindlichkeit die 100.000 Euro zugewendet haben. Nun ging M aber nicht davon aus, und auch nicht F, dass der M verpflichtet war, aufgrund eines zuvor geschlossenen Vertrages jetzt die 100.000 zu zahlen. Das heißt, die wurden einfach nur so zugewendet. Und deshalb handelt es sich bei dieser Zuwendung nicht um eine Leistung im Sinne der Leistungskondition. Deshalb könnte man jetzt nochmal weiter überlegen. 812 Absatz 1 Satz 2, zweiter Fall BGB, also der spätere Zweckfortfall. Dort geht es um Zwecke, die gerade nicht in einer Leistung bestehen. Das heißt, jetzt könnte man überlegen, ob der Zweckfortfall darin besteht, dass die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft aufgelöst wurde. Das heißt, dass also letztlich der Fortbestand der Lebensgemeinschaft bezweckt wurde durch die Zahlung. Nur also erstens war mein Fall jetzt nicht so gebildet, dass der MDF gewissermaßen dafür bezahlt, dass die zusammenbleiben. Außerdem, selbst wenn man das so annehme, dann wäre das wohl sittenwidrig, dass man jemanden so binden kann, dass man sagt, also pass mal auf, du kannst gerne Schluss machen und gehen, aber das wird teuer, weil du nach 812 Absatz 1 Satz 2 zweiter Fall mir sowieso dann alles erstatten musst, was im Laufe der Zeit so passiert ist. Gut. Hausbau, wenn man das als Anknüpfungspunkt nimmt, dann wurde der Zweck ja erreicht, wenn man davon ausgeht, dass sie das Haus tatsächlich dann auch gebaut haben. Allerdings sollten jetzt beide davon ausgegangen sein, dass der M ein lebenslanges Wohnrecht hat oder eben über den Fortbestand der nicht-eheligen Lebensgemeinschaft hinaus künftig dort wohnen wird und die 100.000 Euro in diesem Kontext geflossen sind, wenn also eine gewisse Erheblichkeit da ist. Dann hat der BGH auch schon das mal bejaht. Das heißt, natürlich ist hier Zurückhaltung geboten. Jeder hat seinen Beitrag irgendwie geleistet und dann eben Pech gehabt, wenn man auseinandergeht. Aber wenn solche erheblichen Zwecke, die über den Fortbestand der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft selbst hinausgehen, verfolgt werden, dann ist das ein denkbarer Zweck im Sinne des § 812 Absatz 1 Satz 2 zweiter Fall BGB, also einer der wenigen Anwendungsfallen übrigens dieses bereichungsrechtlichen Tatbestandes, wo es dann auch wirklich durchgeht. Gut, das war erstmal der Anlauf hier über die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Eherecht und kümmern uns hier nochmal um ein paar Übersichten. Das heißt, was ist im Eherecht geregelt? Es gibt das Verlöbnis 1297 bis 1302. Da hatten wir schon gesehen, diesen Schadensersatzanspruch 1298 BGB, die man da irgendwie auf dem Zettel haben muss. Es gibt die Regelung über die Eheschließung. Also im Grunde ist das alles ein bisschen chronologisch geregelt. Also Verlöbnis, Eheschließung, Ehewirkung und dann irgendwann mal die Scheidung, wenn man hier so ein bisschen fatalistisch das Ganze sehen möchte. Das heißt also Eheschließung 1303, 1320 BGB. Da kann man zur Kenntnis nehmen, also das Einzige, was du da irgendwie auf dem Zettel haben musst, ist, dass man auch, wenn man minderjährig ist, mit entsprechender Genehmigung heiraten kann. 1303 Absatz 2 BGB regelt dort die Voraussetzungen. Und dass natürlich die Eheschließung ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft ist, also eine Stellvertretung ausgeschlossen ist. Einzelheiten musst du in der Klausur im Zweifel nur lesen, da werden also keine Kenntnisse erwartet. Die Ehewirkungen sind so der Schwerpunkt des Familienerbrechts in der oder des Familienrechts in der Klausur. Das heißt, 1353 bis 1563 BGB werden wir im Detail nochmal durchgehen, zumindest die wichtigsten Vorschriften. Und schließlich die Scheidung 1564 bis 1587 BGB, nicht klausurrelevant, da kann man nur wissen, dass das Zerrüttungsprinzip gilt und nicht das Verschuldensprinzip. Das heißt, man muss einfach nur getrennt sein. Also es kommt nicht darauf an, wer jetzt irgendwie Schuld an der ganzen Geschichte hat. Gut, das heißt, wenn wir uns jetzt weiter einzoomen auf die klausurrelevanten Vorschriften, dann können wir jetzt noch die Ehewirkung herauspflücken. Und da gibt es zunächst mal die allgemeinen Ehewirkungen und dann gibt es das eheliche Güterrecht. Die allgemeinen Ehewirkungen sind in § 1353 bis 1362 BGB geregelt, das eheliche Güterrecht 1363 folgenden. Bei den allgemeinen Ehewirkungen kannst du folgende Vorschriften zur Kenntnis nehmen, die wir teilweise auch noch dann aufgreifen werden. 1357 BGB regelt die Mitberechtigung, Mitverpflichtung des Ehegatten, wenn ein Ehegatte ein Rechtsgeschäft tätigt. Das werden wir aufgreifen, das ist eine der wichtigsten Normen, zumindest klausurrelevantesten Normen im Familienrecht. 1359 regelt nochmal eine Haftungsprivilegierung innerhalb der Ehe. Auch dort haftet man nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, also für die eigenübliche Sorgfalt im Sinne des 277 BGB. Das heißt, überall dort, wo es besonders eng oder nett zugeht, enthält das BGB Haftungsprivilegierung und das ist eben auch für die Ehe hier so vorgesehen. Und dann gibt es noch § 1362 BGB, der eine Alleineigentumsvermutung regelt.
die im Übrigen auch ausgedehnt wird auf eine allein Gewahrsamsvermutung im Zwangsvollstreckungsrecht 739 ZPO. Das kann man einfach nur mal so zur Kenntnis nehmen. Also wir werden zumindest 1357 BGB nochmal vertieft angucken. Dann das eheliche Güterrecht 1363 folgende. Da gibt es im Grunde drei Güterstände, die das BGB bereithält. Die Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Und wenn die Parteien nichts vereinbart haben, dann ist der gesetzliche Güterstand, also wenn der Klausur nicht steht, der Zugewinngemeinschaft 1363 bis 1390 BGB. Das heißt, im Sachverhalt müsste stehen, wenn Gütertrennung vereinbart wurde oder Gütergemeinschaft vereinbart wurde, dass dies geschehen ist. Ansonsten gehst du immer von Zugewinngemeinschaft aus. Und die Zugewinngemeinschaft ist dadurch geprägt, das hatten wir schon kurz gerade einmal angesprochen, dass man guckt, wie viel hatte jeder am Anfang der Ehe, wie viel hat er eingebracht, wie viel hat er jeweils dazu gewonnen. Und da muss man gucken, ob der eine mehr während der Ehe dazu gewonnen hat als der andere. Und für den Fall, dass die Ehe auseinandergeht, wird dann nach 1378 BGB das so gelöst, dass derjenige, der mehr dazu gewonnen hat, die Hälfte von dem, was er mehr dazu gewonnen hat, dem anderen geben muss. Im Übrigen gibt es noch zwei weitere interessante Vorschriften, nämlich 1365 BGB, die Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Das heißt, wenn ein Ehegatte lebensmüde wird und über sein Vermögen im Ganzen einen Dritten verfügt, dann ist das eine absolute Verfügungsbeschränkung. Ähnlich auch, wenn es um Haushaltsgegenstände geht, 1369 BGB, die davon auch nicht einfach so verscherbeln. Das heißt, 1365 ist neben 1357 die zweite große Norm des Familienrechts, die wir nochmal gesondert durchgehen werden, auch mit all den Problemen, die es dann dort gibt. Gut, vielleicht vorsorglich aber nochmal die beiden anderen Güterstände. Gütertrennung. Ist das nicht unromantisch, dass man Gütertrennung vereinbart? Nein, nicht unbedingt. Das kann auch zum Schutz des anderen Ehegatten passieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel Unternehmer ist und ein besonders hohes persönliches Risiko hat, dann kann die Gütertrennung auch den Schutz des anderen Ehegatten und dessen Vermögen bezwecken. Gütergemeinschaft ist eher Theorie. Das wird im Grunde nicht vereinbar, weil es kaum praktikabel ist. Dann kann man im Grunde alles nur hähnchenhaltend zusammen machen. Und deshalb ist das nur eine theoretische Möglichkeit hier, die hiermit aufgeführt ist, weil es gesetzlich geregelt ist. Kümmern wir uns um die beiden Dickschiffe des Familienrechts. Also wenn Familienrecht drankommt, dann eben meistens das oder die paar Normen, die wir so nebenbei auch schon erwähnt haben. Aber das sind Vorschriften, die man tatsächlich dann irgendwie kennen muss. Das heißt, nachdem wir uns jetzt ein bisschen eingezoomt haben und auch ein bisschen nicht-ehliche Lebensgemeinschaft mitgenommen haben, können wir jetzt also erstmal 1357 BGB aufgreifen, also die Mitverpflichtung und Mitberechtigung des anderen Ehegatten, wenn ein Ehegatte ein Rechtsgeschäft tätigt. Das heißt, da tauchen wir jetzt mal wieder ein. Das heißt, nehmen wir mal folgenden Fall. Die F kauft bei X einen Kühlschrank und jetzt verlangt X von M die Bezahlung des Kühlschranks. 433, 1357 regelt den Fall, dass also der Ehegatte mitverpflichtet wird, dass also der Gläubiger im Übrigen nicht nur gegen den eigentlichen Handelnden, sondern eben auch den Ehegatten einen Anspruch geltend machen kann. Auch wenn die Ehefrau jetzt nicht im Namen des Ehemannes gehandelt hat, könnte er dennoch mitverpflichtet worden sein. Das heißt, Geschmackssache, ob du in der Klausur erstmal X gegen M aus 433 pur prüfst, römisch erstens Anspruch entstanden, Einigung nicht selbst, aber vielleicht Vertretung. Nein, denn F hat nicht im Namen des M gehandelt und deshalb Minus sagt, sondern Groß B vielleicht aus 433, 1357 BGB, um dort dann einzusteigen oder ob du gleich auf 433, 1357 BGB gehst und nicht erstmal die Stellvertretung glatt durchkasperst. Das heißt also, so oder so würdest du dann die Voraussetzung des 1357 dann prüfen müssen und die ergeben sich auch ohne weiteres aus dem Gesetz. Wir brauchen eine wirksame Ehe. Schlimmstenfalls musst du Inzidente prüfen, ob eine solche wirksame Ehe vorliegt. Und zentraler Baustein ist der Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs. Das ist die zweite und entscheidende Voraussetzung. Und da wird eine konkret objektive Betrachtungsweise zugrunde gelegt. Das heißt, man muss gucken, wie ist es in dieser Ehe, nicht bei Ehen allgemein, und wie ist es dem äußeren Eindruck nach. Das heißt, wenn man die Ehe so sieht, würde man dann glauben, dass ein Ehepartner dieses Geschäft auch ohne größere Abstimmungshandlung mit dem anderen tätigen darf, oder glaubt man das nicht? Das heißt, wenn die mit Pelzmantel rumlaufen und üblicherweise Pelzmäntel kaufen, dann würde man sagen, das ist normal, dass da irgendwie regelmäßig Pelzmäntel gekauft werden. Das heißt, hier machen Kleider mit anderen Worten Leute. Es kommt also nicht auf irgendwelche internen Abweichungen an innerhalb der Ehe, die nicht nach außen hin sichtbar sind als Ausgangspunkt. Dann wird im Sachverhalt typischerweise eine ganze Menge zu dieser Ehe beschrieben, wie die das normalerweise handhaben und so weiter. Und dann kannst du auf der Grundlage klären, ob das konkrete Geschäft, das im Sachverhalt erwähnt wird, zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs zählt.
Dann keine Offenbarung als Eigengeschäft. Natürlich kann jede Ehegatte sagen, ich kaufe für mich und nur für mich das und das und dann ist das ein reines Eigengeschäft, dann wird der andere nicht mit verpflichtet. Das heißt, man muss nicht 1357 haben. Dann keine Beschränkung, 1357 Absatz 2, verweist auf § 14, 12 BGB. Das heißt, man kann im Innenverhältnis sagen, du kaufst aber keine Pelzmäntel, obwohl das sonst anders ausgesehen hat. Aber dann ist das nur im Außenverhältnis wirksam, wenn es im Güterrechtsregister eingetragen wird. Das heißt, eine bloße interne Absprache reicht da nicht. Und da das normalerweise nicht passiert, sind solche internen Absprachen also irrelevant. Und schließlich darf kein Getrenntleben vorliegen, 1357 Absatz 3, 1567 BGB. Und ja, das wäre der letzte Punkt. Und die Rechtsfolgen, die dann ausgelöst werden, also eine gemeinschaftliche Verpflichtung. Das heißt, im vorliegenden Fall hätte dann der X gegen den M, auch gegen den M, also neben F, einen Anspruch aus 433, jetzt in diesem Fall in Verbindung 1357 BGB. Da gibt es jetzt noch so ein paar Fragen, die sich da stellen können, ob zum Beispiel auch ein minderjähriger Ehegatte mitverpflichtet wird oder umgekehrt, wenn der handelnde Ehegatte minderjährig ist, ob der volljährige Ehegatte durch dieses Handeln verpflichtet wird. Außerdem führt § 1357 BGB gegenläufig auch zu einer gemeinschaftlichen Berechtigung, das heißt etwaige Übereignungsansprüche, die die F ja erwirbt, wenn sie einen Kühlschrank kauft, die hätte der M auch. Das heißt also, es wird nicht nur mit verpflichtet, sondern auch umgekehrt mit berechtigt, also mit Gläubigern. Die Frage ist nur, was für eine Form von Gläubigerschaft da vorliegt, sind die nebeneinander oder nur zusammen oder wie auch immer Gläubiger. Und wenn es dann um die Übereignung geht und an die F übereignet wird, stellt sich die Frage, ob er auch Miteigentum erworben hat, also ob 1357 dingliche Wirkung hat. Das wären so die Klassiker und deshalb greife ich sie auch nochmal auf. Das heißt, erstes Problem hier, Mitverpflichtung eines minderjährigen Ehegatten. Das heißt, F kauft bei X einen Kühlschrank, ist verheiratet mit dem 17-jährigen M, das geht nach 1303 Absatz 2 mit entsprechender Genehmigung. Und die Frage ist, hat der X jetzt auch einen Anspruch gegen den M? Zunächst mal Anspruch entstanden, wirksame Ehe, geschäftsangemessene Deckung des Lebensbedarfs, keine Offenbarung als Eigengeschäft, alles liegt vor. Rechtsfolge ist dann die Mitverpflichtung, nun ist aber minderjährig. Und eine andere sagt, ja, wenn er mit Genehmigung geheiratet hat, dann ist er sozusagen insgesamt ins Reich der Erwachsenen aufgenommen worden, mitgehangen, mitgefangen, jetzt muss er dann eben auch zahlen. Herrschmann sagt, nein, nur weil man früher heiraten kann, heißt das noch nicht insgesamt, dass man keinen minderjährigen Schutz mehr genießt, dann ist man eben nur verheiratet, aber trotzdem noch Minderjähriger im Übrigen. Das heißt, der Schutz darf nicht ausgeübt werden, auch nicht nur, weil man geheiratet hat. Das heißt, insofern wird der minderjährige Ehegatte nicht mitverpflichtet, denn er hätte sich auch nicht selber verpflichten können als Minderjähriger. Gut, nächstes Problem, das gegenläufige Konstrukt hier. Und zwar ist F jetzt, die F jetzt minderjährig, also 17 Jahre alt und hat den M geheiratet und kauft einen Kühlschrank und die Frage, hat X gegen M einen Anspruch aus 433 1357 BGB. Die Voraussetzungen des 1357 liegen allesamt vor, die gehen wir jetzt nicht normal durch. Die Frage ist nach der Mitverpflichtung, in den Fällen, in denen der Handelnde minderjährig ist, denn F selbst würde durch dieses Geschäft nicht verpflichtet, denn sie ist minderjährig und genießt den Schutz von 106 folgende BGB. Die Frage ist, kann man dann überhaupt begrifflich von einer Mitverpflichtung des M sprechen, wenn F nicht mal selbst verpflichtet wurde? Ein anderer sagt, nee, das kann man nicht und verweist auf den Wortlaut. Die Herrschmann sagt aber Sinn und Zweck, es geht ja um den Schutz des Rechtsverkehrs, dass der auch noch einen weiteren Gläubiger, Verzeihung, einen weiteren Schuldner hat. Und nur weil in der Person der F ein spezifischer Minderjährigenschutz greift, muss jetzt nicht die Wirkung des 1357 ausgehebelt werden. Also M ist nicht besonders schutzwürdig, er ist ja volljährig. Und insofern muss der Schutz auf denjenigen beschränkt werden, der ihn verdient, nämlich auf F. Das heißt, 1357 greift trotzdem. Gut, dann nächstes Problem hier zu 1357. Du merkst, es gibt sozusagen wenig Vorschriften, aber viele Probleme dann bei dieser jeweiligen, bei diesen zwei Vorschriften, die man irgendwie kennen muss im Familienrecht. Die Art der Mitberechtigung. Das heißt, wenn jetzt F zum Beispiel einen Kühlschrank kauft und der X übereignet auch an die
F und jetzt kommt M zu X und sagt, also ich hätte gern den Kühlschrank übereignet. Und X sagt, Moment mal, ich habe doch schon an F den Kühlschrank übereignet. Du kannst jetzt nicht nochmal die Übereignung beanspruchen. Da müsste man prüfen, ob M gegen X einen Anspruch auf Übereignung des Kühlschranks aus 433 Absatz 1 hat, Anspruch entstanden. Weil er selbst nicht Vertragspartner ist, kommt hier nur eine Mitberechtigung über 1357 BGB in Betracht. Die Voraussetzungen schenken wir uns jetzt mal wieder und kommt zur Rechtsfolge Mitberechtigung. Das heißt, ja, M hat auch diesen Anspruch erworben. Er könnte aber erloschen sein, weil X zumindest an F übereignet hat. Das heißt, 362 Absatz 1, da muss an den richtigen übereignet worden sein. Und das hängt jetzt davon ab, ob der X nur an F und M gemeinschaftlich übereignen durfte oder ob er mit befreiender Wirkung auch an F allein übereignen konnte. Dann kann er sich nämlich jetzt dem M gegenüber darauf berufen, wieso, ich habe doch schon an F übereignet. Gut, eine andere Sache sagt, die sind Mitgläubiger, § 432 BGB. Das heißt, das hätte zur Konsequenz, wenn man Mitgläubigerschaft annehme, dass der X nur an F und M gemeinschaftlich übereignen könnte. Das heißt, X hätte zu F sagen müssen, ja, schön, dass du hier bist, aber wo ist denn eigentlich M? Ich möchte gerne an euch beide übereignen. Und wenn er dann dennoch nur an F übereignet, dann hat er nicht erfüllt und M könnte weiter Erfüllung beanspruchen. Die Herrschmeinung sagt, die beiden sind Gesamtgläubiger, § 428 BGB. Und das heißt, dass letztlich mit befreiender Wirkung an jeden einzelnen Gläubiger geleistet werden kann. Schutz für Schutz der Ehe ist das Argument für die andere Sicht. Hier geht es aber eher um den Schutz des Schuldners, also des Rechtsverkehrs, und alles andere wäre auch wohl nicht praktikabel, dass Eheleute immer gemeinschaftlich die Leistung abnehmen müssen, damit der Schuldner erfüllen kann. Und insofern hat er mit befreiender Wirkung geleistet, also erfüllt 362, der Anspruch ist erloschen und M hat keinen weiteren Anspruch gegen X auf erneute Übereignung eines Kühlschranks. Gut, dann nochmal die Frage nach der dinglichen Wirkung des 1357. F kauft bei X einen Kühlschrank, X übereignet an F. Die Frage ist, ob neben F auch M Eigentum erworben hat. Ursprünglich war X Eigentümer. Fraglich ist, ob M Miteigentum erworben hat. § 929 Satz 1. Also zunächst mal unmittelbar geeinigt haben sich nur X und F. Die Frage ist aber, ob durch die Übereignung an F automatisch auch eine Mitberechtigung in dinglicher Hinsicht, also Miteigentum nach 1357, erfolgt ist. Eine andere sagt, ja, genauso ist es, der soll dann Miteigentum erwerben. Die Herrschmeinung sagt nein, aber konstruiert es dann über 164 folgende und sagt, der Ehegatte, der handelt automatisch für den, den es angeht und es geht ja auch den anderen mit an. Das heißt, auch wenn er ausdrücklich nicht auch im Namen des Ehegatten handelt, wird der andere trotzdem mitverpflichtet. Unterschied zwischen diesen beiden Auffassungen keiner. Letztlich kommen beide dazu, dass nur unterschiedlich konstruiert die Einigung, also die Übereignung X an F auch für und gegen oder jetzt in diesem Fall für M wirkt. Übergabe eines an Berechtigung alles plus, das heißt, die beiden erwerben und zwar Miteigentum und normalerweise auch hälftig, weil nach 1360 BGB deren Beiträge zur Ehe gleichwertig sind. Das ist also egal, ob F das mit eigenem Geld bezahlt hat oder F Verdienerin ist oder wie auch immer in dieser Ehe. Gut, das war einmal 1357 BGB, also die erste große Vorschrift im Familienrecht, die du tatsächlich detailliert kennen musst mit Problemen. Wir haben aber noch eine zweite Vorschrift, nämlich 1365 BGB, Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Und die Vorschrift schnappen wir uns auch gleich mal. Das heißt, wir kommen hier zur nächsten Übersicht, Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Das heißt, nehmen wir mal folgenden Fall, M und F sind verheiratet und F ist jetzt alles irgendwie egal geworden und sie verkauft und übereignet alles, was sie hat, ihr gesamtes Vermögen an X. Die Frage ist, ob X das Eigentum erworben hat. Das heißt, ursprünglich war F Eigentümerin all dieser Gegenstände. Die Frage ist, ob X das jetzt erworben hat. Und das hängt davon ab, wenn man jetzt den Erwerbstatbestand zum Beispiel 929 Satz 1 durchprüfen würde, Einigung, Übergabe, 1, 1, Berechtigung. Bei Berechtigung würde man sagen, ja, F war Eigentümerin, aber möglicherweise unterlag sie einer Verfügungsbeschränkung. Das heißt, an der Stelle bei Prüfungspunkt Berechtigung, wenn du die dingliche Rechtslage irgendwie chronologisch durchprüfst, würdest du auf 1365 BGB zu sprechen kommen. Und der setzt Folgendes voraus, wir brauchen eine wirksame Ehe. Und aus der systematischen Stellung im Bereich der Zugewinngemeinschaft folgt, dass wir auch den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft brauchen. Und dann brauchen wir eine Verfügung über das Vermögen im Ganzen.
Und das Vermögen im Ganzen, das ist normalerweise alles, das F zu X, also sagt, da hast du mein gesamtes Vermögen, read my lips, ganzes Vermögen. Das heißt, X ist insoweit vorgewarnt, dass das jetzt irgendwie alles ist. Und dann ist X auch nicht schützenswert oder zumindest das Vermögen der F schützenswerter und damit das eheliche Vermögen schützenswerter. Letztlich wird der Zugewinnausgleichsanspruch geschützt. Das heißt, sollte das irgendwo auseinandergehen, weil M und F sich trennen oder M stirbt, oder ich würde sagen, F stirbt, dann sind die Schäfchen jetzt noch alle, wären sie alle hier, wenn 1365 griffe. Das heißt also, insofern, wenn F tatsächlich so ausdrücklich über das Vermögen im Ganzen verfügt, dann ist das kein Problem, dann greift diese Verfügungsbeschränkung. Und das ist eine absolute Verfügungsbeschränkung. X würde also nicht einmal gutgläubig das Eigentum erwerben können, weil das eine absolute Sperre ist. Nun gibt es aber lauter Probleme bei diesem Prüfungspunkt Verfügen über das Vermögen im Ganzen. Was passiert zum Beispiel dann, wenn F ein Grundstück an X übereignet und ich sage, das ist mein ganzes Vermögen, sondern nur faktisch dieses Grundstück nahezu das gesamte Vermögen ausmacht, wie es ja häufig der Fall ist, dass das Grundstück irgendwie die ganzen Mittel bindet. Und nehmen wir mal an, dieses Grundstück ist 90% des Vermögens, das F irgendwie hält. Dann ist die Frage, gilt dann auch 1365 für Verfügung über Einzelgegenstände, die nahezu das gesamte Vermögen ausmachen? Es gibt noch weitere Probleme, wenn das zum Beispiel verkauft wird, kriegt F ja auch Geld und dann wird einfach nur das eine gegen das andere getauscht, muss man dann eben vielleicht die Gegenleistung da auch berücksichtigen. Und schließlich gilt das auch für Belastung, also zum Beispiel Bestellung einer Grundschuld. Werden wir gleich nochmal durchgehen. Die Rechtsfolge ist zumindest, dass ein etwaiges Verpflichtungsgeschäft auf der schuldrechtlichen Seite nichtig ist, mit aber Genehmigungsmöglichkeit durch den anderen Ehegatten. Und etwaige dingliche Rechtsgeschäfte, also Verfügungsgeschäfte, die sind ebenfalls unwirksam, also nicht einmal überwindbar durch den gutgläubigen Erwerb, weil absolute Verfügungsbeschränkung, aber auch hier gibt es die Möglichkeit der Genehmigung. Gucken wir uns jetzt nochmal die Probleme an, also Einzelgegenstände, die nahezu das gesamte Vermögen ausmachen. Das heißt, nehmen wir folgenden Fall, M und F sind verheiratet, leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und F verschenkt jetzt ihr Grundstück an X und das Grundstück soll mal 90% ihres Vermögens ausmachen. Und der X wird auch im Grundbuch eingetragen und das findet dann jetzt der M heraus und sagt, Moment mal, das alles ist ja unwirksam. X, du stehst zu Unrecht im Grundbuch und so wird dann normalerweise auch ein Fall draus. M möchte von X die Zustimmung zur Grundbuchberichtigung, um diese Transaktion, die aus seiner Sicht gar nicht hätte stattfinden dürfen, auch unwirksam ist, auch formal sichtbar zu beschließen, in dem Sinne, dass also X da ausgetragen wird aus dem Grundbuch. Da müssen wir erklären, also X steht im Grundbuch als Eigentümer des Grundstücks. Die Frage ist aber, in Wahrheit Eigentümer geworden ist. Ursprünglich war F Eigentümerin. Eigentumserwerb des X nach 873-925 durch Einigung in Form der Auflassung und Eintragung. Einigung, Eintragung, Einheit, Berechtigung, alles eigentlich plus, aber, und jetzt kommen wir sozusagen zur Verordnung des 1365 BGB. Hier würdest du jetzt darauf eingehen, müsstest jetzt darauf zu sprechen kommen, dass eine wirksame Ehevorlicht, Zugewinngemeinschaft und Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Und da die F hier nicht gesagt hat, X, hier hast du mein ganzes Vermögen, sondern nur ein Einzelgegenstand zugewinnt hat, stellt sich die Frage, ob 1365 auch diesen Fall erfasst. Eine andere sagt, nein, denn da steht ja Verfügung über das Vermögen im Ganzen, das heißt en bloc, wo jemand auch sagt, das ist mein ganzes Vermögen. Nur dann ist der Rechtsverkehr sagen ausreichend gewarnt, dass diese Verfügung eben nicht stattfinden darf. Die Herrschaft sagt, es geht ja eigentlich um den Schutz des ehelichen Vermögens und vielleicht auch später des Zugewinnausgleichsanspruchs. Und da müssen die Schäfchen beisammengehalten werden. Und das passiert eben auch dann, wenn ein Einzelgegenstand übertragen wird. Und deshalb ist der Ehegatte soweit schützenswert, auch bei Einzelgegenstände. Natürlich ist das gemein für den Rechtsverkehr, denn theoretisch könnte es ja so sein, dass ein Bleistift nahezu das gesamte Vermögen ausmacht und dann die Verfügung unwirksam ist. Und deshalb, wenn man jetzt anfängt, 1365 BGB auszudehnen, dann sagen die meisten, dass man dann wieder so eine kleine Einschränkung vornehmen muss. Das gilt nur dann, also bei Einzelgegenständen, wenn der Erwerber weiß, dass dieser Einzelgegenstand nahezu das gesamte Vermögen ausmacht. Das heißt also umgekehrt, gegenläufig ist der Erwerber doch ein bisschen wieder schutzwürdig. Ansonsten erlebt er ja böse Überraschungen, wenn es auch bei kleineren Gegenständen plötzlich das gesamte Vermögen ist. Das heißt also nur dann, wenn Einzelgegenstände das gesamte, nahezu gesamte Vermögen ausmachen und der Erwerber weiß, dass es nahezu das gesamte Vermögen ist, greift 1365 die Verfügungsbeschränkung, dann erwirbt er also nicht und das eheliche Vermögen wird geschützt. Gut, nehmen wir nochmal der Vollständigkeit halber ein weiteres Problem, um das nochmal weiter zu illustrieren. Das heißt, F nimmt jetzt bei X ein Darlehen auf und stellt zur Sicherheit eine Grundschuld an ihrem Grundstück.
Wieder ist der M der Auffassung, dass das nicht hätte passieren dürfen und dass X zu Unrecht als Inhaber der Grundschuld im Grundbuch eingetragen wurde und verlangt Zustimmung der Grundbuchberechtigung, § 894 BGB. Formelle Rechtslage, ja, der X steht als Inhaber der Grundschuld im Grundbuch. Materielle Rechtslage, wie ist es in Wahrheit? Müssen wir gucken, § 873, § 1191 folgende, Einigung, Eintragung, Einzelheit, Berechtigung. Und wieder kommen wir zu § 1365 bei dem Prüfungspunkt Berechtigung. Wirksame Ehe zur Gewinngemeinschaft verfügen über das Vermögen ganz. Und jetzt haben wir ja keine Übereignung, sondern eine Bestellung einer Grundschuld. Das ist eine Belastung eines Grundstücks. Und Verfügen, wenn man das mal aber nimmt, ist ein Rechtsgeschäft, das auf Übertragung, Belastung, Inhaltsänderung gerichtet ist. Und das heißt also, auch die Belastung ist definitorisch von der Verfügung erfasst. Und auch nach Sinn und Zweck, muss man sagen, geht es ja darum, das Vermögen zu schützen. Und eine Grundschuld ermöglicht ja dann nach § 1147 BGB eine sofortige Vollstreckung in das Grundstück, dass es also versteigert wird. Und insofern ist das sozusagen die Vorstufe zur Vernichtung des ehelichen Vermögens. Und deshalb darf auch eine solche Belastung nicht stattfinden. Gut. Alles klar. Ja, das soll jetzt erstmal die letzte Amtshandlung zum Familienrecht gewesen sein. Wir haben heute stolzes Programm, also sowohl Familienrecht als auch Erbrecht. Das heißt, einmal kurz Luft holen. Das war das Familienrecht. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Vorschriften des Erbrechts. Du merkst, Familienrecht ist eigentlich relativ übersichtlich und das gilt eigentlich auch für das Erbrecht. Nur in der Summe der Dinge sind es natürlich schon ein paar Vorschriften. Man muss also wissen, was man wissen muss, also was die wichtigen Vorschriften sind. Und für das Familienrecht nochmal sind es die Paragraphen 1357 und 1365 BGB. Gut. Also, weiter geht's mit dem Erbrecht. Und da kümmern wir uns erstmal um die Erbfolge. Die kann bestimmt werden durch Verfügung von Todeswegen. Das wäre die erste Möglichkeit. Oder wenn es keine Verfügung von Todeswegen gibt, dann gibt es gesetzliche Regeln darüber, wie die Erbfolge ist. Verfügung von Todeswegen, da gibt es insbesondere das Testament, das wir besprechen werden. Es gibt auch die Sonderform des gemeinschaftlichen Testaments, werden wir auch aufgreifen. Der Vollständigkeit halber, es gibt auch einen Erbvertrag. In der Mangelung irgendwelcher Relevanz, auch für die Klausur, werden wir das nur hier einmal zur Kenntnis bringen. Und dann gibt es noch die gesetzliche Erbfolge von Verwandten, Ehegatten und schlimmstenfalls, wenn es davon keine gibt, dann des Fiskus, also des Staates. Im Übrigen gibt es die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu beeinflussen, hier im Zusammenhang mit der Erbfolge. Man kann jemanden enterben, also dass er aus dieser gesetzlichen Erbfolge rausrutscht aufgrund einer Verfügung von Todeswegen. Dann bekommt er nicht etwa nichts, dann bekommt er nur noch den Pflichtteil, das werden wir auch durchgehen. Jemand kann das Erbe ausschlagen, obwohl er eigentlich gesetzlicher Erbe ist, dann ist er eben nicht mehr Erbe. Es gibt Fälle der Erbunwürdigkeit und des Erbverzichts, die ebenfalls Einfluss haben auf die Erbfolge. Gut, das soll als Einstieg reichen. Wir kümmern uns erstmal um die Verfügung von Todeswegen. Und da um das Testament und gucken mal, was da so drinstehen kann in einem Testament. Das heißt also, das Wichtigste ist natürlich, dass im Testament bestimmt ist, wer Erbe ist. Ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten, Dinge in einem Testament zu bestimmen. Und da kann man jemanden als ganz normalen Erben, sogenannten Vollerben, bestimmen. 1937, es gibt auch noch die Möglichkeit der Enterbung, die wir schon angesprochen haben, dass man jemanden, der eigentlich Erbe ist, also ausschließt von der Erbfolge 1938. Ich verweise auch nochmal auf die Möglichkeit, Vor- und Nacherbschaft zu bestimmen. § 21 folgende hier, also 2100 folgende BGB. Das hat zur Konsequenz, dass derjenige, der als Vorerbe bestimmt ist, wenn man sagt, erst sollst du erben, wenn du stirbst, dann sollen die erben, dass der bestimmten Verfügungsbeschränkungen unterliegt, um die Schäfchen beisammen zu halten. Das heißt, nach 2113 BGB hat das zur Folge, dass der Vorerbe nicht so ohne weiteres über Gegenstände im Nachlass verfügen kann. Das ist eine relative Verfügungsbeschränkung in 2113. Das heißt, der Erwerber dieser Gegenstände erwirbt es nicht, wenn er bösgläubig ist. Und der Nacherbe bleibt dann sozusagen oder wird Eigentümer uneingeschränkt, wenn diese Zwischenverfügung zwischen Vor- und Nacherbschaft eben nicht gelingt. Gut, vielleicht noch ein, zwei weitere Sachen, die wir hier rauspicken können. Wir müssen jetzt nicht alle durchgehen. Also das Vermächtnis begründet einen schuldrechtlichen Anspruch. Das heißt, der Erblasser kann sagen,
eine bestimmte Person soll einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Forderung gegen die Erben haben, dann wird diese Person nicht Erbe, aber hat gegen die Erben, also die sogenannte Erbengemeinschaft, einen schuldrechtlichen Anspruch aus 2147, 2174 BGB darauf, dass die Erbengemeinschaft diesen Anspruch erfüllt. Wobei es übrigens unschädlich ist, wenn der Vermächtnisnehmer selbst auch Teil der Erbengemeinschaft ist, dann hat er gewissermaßen einen Anspruch gegen das Grüppchen, der er selbst angehört. Das nennt sich dann Vorausvermächtnis. Dann kriegt er das sozusagen erstmal dieses Stück vom Kuchen ungeteilt und der Rest wird dann unter den Erben geteilt, der dann der Gemeinschaft er selbst angehört. Dann kann der Erblasser auch bestimmen, wie die Gegenstände zu verteilen sind. Das heißt, unter Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Erbfolge wird gesagt, okay, wenn du ein Viertel bekommst, dann soll das bestehen aus der Tuba, aus dem Auto und so weiter, sodass also dass die Erbteile bestückt werden durch bestimmte Gegenstände. Das kann natürlich der Erblasser bestimmen, wer was genau haben soll. Im Übrigen können noch andere Festsetzungen getroffen werden, wie zum Beispiel Auflagen und Bedingungen. Die wichtigste Erkenntnis aber, wenn du irgendwo ein Testament auslegen musst in der Klausur, dass man Testamente subjektiv auslegt, § 133 BGB, und nicht objektiv nach dem Empfängerhorizont 133, 157 BGB. Das hängt damit zusammen, erstens, dass das Testament keine empfangsbedürftige Willenserklärung ist. Das Testament wird also wirksam, wenn man es in die Schublade legt. Und zweitens, dass es darum geht, den wahren Willen des Erblassers letztmalig durchzusetzen. Das ist das Letzte, was man ihm gewissermaßen schuldet und nicht sagt, ja, das hast du jetzt so geschrieben und der Rechtsverkehr hat das so verstanden, aber du wolltest zwar ein Wort was anderes, aber zählt nicht. Nein, hier zählt genau das, was er wollte. Das heißt, der wahre Wille ist nach § 133 BGB zu ermitteln. Das heißt, wenn man besondere Umstände kennt, die den Erblasser betreffen, er das aber unglücklich formuliert hat im Testament, dann würden diese besonderen Umstände, die man da irgendwie in petto hat, von Bedeutung sein für die Frage, wie man das Testament auslegt. Gut, dann wird es meistens in einem erbrechtlichen Fall dazu kommen, dass du irgendwo die Wirksamkeit des Testaments prüfen musst, dass es also darauf ankommt. Im Maximalfall musst du folgende Punkte ansprechen. Erstmal Testierwille, also ob das überhaupt ein Testament sein soll. Die Testierfähigkeit, die bei Vollgeschäftigen normalerweise kein Problem ist. Bei Minderjährigen muss man ein bisschen gucken nach Art des Testaments. Es muss persönlich errichtet werden und der Schwerpunkt in der Klausur liegt eigentlich immer, das ist der absolute Schwerpunkt der Klausur, bei der Form. Da gibt es verschiedene Arten von Testamenten. Es gibt das öffentliche Testament beim Notar, das ist langweilig für die Klausur. Du wirst es fast immer zu tun bekommen mit einem eigenhändigen Testament, 2247 BGB, der hier dann allerhand Anforderungen bezüglich des Testaments regelt. Es muss eigenhändig geschrieben sein, eigenhändig unterschrieben, das heißt Peter Clausen oder was ähnliches, nicht euer Vater, denn euer ist kein Vorname und Vater kein Nachname. Wobei aber nach 2247 Absatz 3 BGB ausreicht, wenn das so passiert, also die Unterschrift nicht durch Namenszug passiert, wenn dadurch Ernsthaftigkeit und Urheberschaft nicht in Frage gestellt sind. Das heißt insofern, wenn das Briefpapier den Namen trägt und lauter Personen genannt werden, die nur in dieser Konstellation bei diesem Erblasser auftreten, dann ist das unschädlich. Dann nagelt man ihn nicht fest und sagt, du hättest mal besser unterschreiben sollen oder sowas ähnliches. Das gleiche gilt für Zeit und Ort. Also Zeit und Ort sollen nach 2247 Absatz 2 BGB angegeben werden. Allerdings ist das Fehlen von Zeit- und Ortsangabe ebenfalls unbeachtlich, dann, wenn sich aus dem Fehlen jetzt keine Zweifel ergeben bezüglich der Gültigkeit des Testaments. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn es mehrere Testamente gäbe und die zeitliche Abfolge nicht klar wäre, dann wäre das Testament, wo Zeit und Ort fehlen, dann aus diesem Grund unwirksam. Gut, der Vollständigkeit halber, es gibt noch außerordentliche Testamente, Nottestament vor dem Bürgermeister, vor drei Zeugen auf hoher See. Das können wir mal vernachlässigen. Am Ende wird es häufiger so sein, dass du auch Nichtigkeitsgründe bzw. Widerruf oder Anfechtung prüfen musst. Das heißt also, ein Testament kann auch nichtig sein, also sittenwidrig zum Beispiel oder gegen gesetzliches Verbot verstoßen. Und ein Testament kann auch frei widerrufen werden, insbesondere auch durch ein neues Testament. Das steht in § 2253 folgende BGB. Das heißt, wenn man ein Testament hat und ein neues Testament aussetzt und die neuen Festsetzungen im Übrigen auch den Formerfordernissen des 2247 genügen, dann ist es so, dass das, was da eben anders steht als im ersten, dann als Widerruf des ersten Testaments zu sehen ist. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Testament anzufechten. § 142.1 und 2078 folgende enthalten hier nochmal ein eigenes Regime, was die Anfechtungsgründe betrifft. Und das gehen wir jetzt nochmal gesondert durch. Das heißt, der Grundaufbau ist hier genauso wie im BGB AT. Man braucht einen Anfechtungsgrund, eine Anfechtungserklärung
Kein Ausschluss und Rechtsfolge ist dann die Nichtigkeit ex tunc, also rückwirkend. Und die Anfechtungsgründe sind in 2078 BGB so ähnlich geregelt wie in 119 folgende BGB. Es gibt also Inhalts- und Erklärungsirrtum. Wenn sich da also der Erblasser vertippt hat, dann ist das ein Anfechtungsgrund. Aber, und das ist das Entscheidende, und darauf wird es dann in der Klausur auch meistens hinauslaufen, beachtlich ist hier, anders als nach den allgemeinen Regeln, auch ein Motivirrtum. Das heißt, wenn der Erblasser davon ausging, dass der Sohnemann das Unternehmen fortführen werde, weil er das irgendwie gut kann, in Wahrheit führt der Sohn das aber nicht fort, und der Erblasser hat bestimmt, dass der Sohn das Unternehmen erben soll, dann handelt es sich um ein Motivirrtum, der normalerweise nicht zur Anfechtung berechtigen würde. Das heißt, wenn du dir irgendwo einen Regenschirm kaufst, in der Annahme, es werde morgen regnen und es regnet morgen nicht, dann kannst du nicht anfechten. Das ist sozusagen ein Irrtum, der sich im Vorfeld der Willenserklärung bewegt, und anfechten kann man eben nur Dinge, die schiefgelaufen sind bei der Willenserklärung selbst. Aber im Erbrecht geht es immer noch um den wahren letzten Willen des Erblassers, und da sind auch etwaige Motive bedeutsam. Das korrespondiert auch mit der subjektiven Auslegung, die wir schon gesehen haben, 133 BGB. Das heißt, insofern Regel 2078 Absatz 2, erster Fall, dass auch aufgrund eines Motivirrtums angefochten werden kann. Anfechtungserklärung, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer kann anfechten? Es kann ja wohl schlecht der Erblasser aus dem Jenseits sein. Das heißt, anfechtungsberechtigt ist derjenige, dem diese Anfechtung zustatten kommt, der also einen Vorteil daraus hat, also typischerweise irgendjemand, der da übergangen wurde. Anfechtungsgegner, das ist nach § 2081 BGB grundsätzlich das Nachlassgericht, wobei, darauf muss man immer achten in der Klausur, nur in den dort geregelten Fällen das Nachlassgericht Anfechtungsgegner ist. Und was sind das für Fälle? Da geht es dann um die Erbenstellung oder die Testamentsvollstreckung, nicht aber um etwaige Dinge, die zum Beispiel ein Vermächtnis betreffen. Das heißt, Hintergrund ist folgender, dass das Nachlassgericht führt einen Erbschein und stellt ihn aus. Und im Erbschein stehen nur bestimmte Dinge, zum Beispiel wer Erbe ist, aber nicht wer Vermächtnisnehmer ist. Das heißt, wenn eine Anfechtung erfolgt, die Dinge betrifft, die im Erbschein stehen, die beim Nachlassgericht zu führen sind, dann muss man es beim Nachlassgericht anfechten. Alle anderen Sachen ficht man nicht beim Nachlassgericht an, sondern bei dem, den es betrifft. Das heißt, hier zieht man dann allgemeine Regeln heran, und nach § 143 Absatz 4 Satz 1 BGB ist es so, dass bei einseitigen, nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen einfach die Anfechtung gegenüber demjenigen zu erklären ist, der soweit betroffen ist von dieser Anfechtung, also nicht beim Nachlassgericht zumindest. Dann die Frist 2082 BGB, kein Ausschluss, Rechtsfolge ist dann die Nichtigkeit eben dieser bestimmten Festsetzung, aber im Zweifel nur die Teilnichtigkeit. Man spricht auch von Favor Testamenti. Das heißt, das Testament bleibt im Übrigen bestehen und nur der Part, der sozusagen mit diesem Fehler behaftet ist, der wird dann vernichtet. Und im Zweifel tritt dann die gesetzliche Folge dann ein. Gut. Bleiben wir bei den Verfügungen von Todeswegen und greifen noch einmal das gemeinschaftliche Testament auf. Das heißt, typischer Fall, M und F sind verheiratet, setzen gemeinsam ein Testament auf, bestimmen, dass der eine Ehegatte erben soll, wenn der andere verstirbt. Häufig wird auch noch bestimmt, dass wenn dann der überlebende Ehegatte seinerseits stirbt, dann die Kinder alles erben sollen. Und gucken wir uns das mal an. Hier gibt es auch bestimmte Formvorgaben. Eigenhändige Niederschrift durch einen Ehegatten, eigenhändige Unterschrift beider Ehegatten und Besonderheiten beim Berliner Testament. Das Berliner Testament ist eben das, was ich gerade beschrieben habe, dass bestimmt wird, dass nach dem Tod des überlebenden Ehegatten ein Dritter, also typischerweise zum Beispiel die Kinder, erben soll. Und da gilt entweder das Trennungs- oder das Einheitsprinzip. Das heißt, Trennungsprinzip würde bedeuten, dass der überlebende Ehegatte nur Vorerbe ist und der Dritte Nacherbe. Und das hätte zur Konsequenz, wie wir es gerade eben schon beschrieben haben, als wir geguckt haben, was in einem Testament stehen kann, dass der Vorerbe den relativen Verfügungsbeschränkungen der 2112 folgende BGB unterliegen würde, also nicht ohne weiteres über Gegenstände aus dem Nachlass verfügen dürfte. Also dann bleibt der Nachlass sozusagen besser erhalten und der Nacherbe ist besser geschützt. Dann gibt es noch das Einheitsprinzip, das wäre die gegenläufige Möglichkeit, dass der überlebende Ehegatte Vollerbe ist und der Dritte einfach nur Schlusserbe. Dann kann der überlebende Ehegatte über Gegenstände, die zum Nachlass gehören, uneingeschränkt verfügen. Es gibt also keine relativen Verfügungsbeschränkungen. Im Zweifel ist das Einheitsprinzip anzunehmen, dass also der überlebende Ehegatte weiter normal leben kann und über den Nachlass verfügen darf. Dann erben die Kinder dann im Nachgang dann einfach weniger, 2269 Absatz 1 BGB. Gut, das soll an der Stelle als Hinweis reichen. Erbvertrag wollten wir ja nicht weiter bemühen. Es gibt noch einen kleinen Sonderfall, ein
Fall, der im Grunde einem Testament sehr ähnelt. Das ist das Schenkungsversprechen von Todeswegen, spielt in der Klausur gerne auch mal eine Rolle, deshalb greife ich es hier nochmal auf. Das heißt, wenn der A dem B etwas schenkt und dabei sagt, und das sollst du bekommen für den Fall, dass ich sterbe und du mich überlebst, dann haben wir ein Schenkungsversprechen von Todeswegen. Das heißt, es wird etwas verschenkt, aber unter der Maßgabe, dass der Schenker stirbt und der Beschenkte ihn überlebt. Das ist ja im Grunde fast wie ein Testament. Das heißt, wir brauchen ein Schenkungsversprechen und eine Überlebensbedingung. Es ist aber eine Schenkung unter Lebenden. Also, aber die Bedingung ist, ich sterbe und du überlebst mich. Dann verweist § 2301 BGB auf die Vorschriften über die Verfügung von Todeswegen, namentlich auf die Formvorschriften. Das heißt, ein solches Versprechen, das einfach nur bedingt ist durch den eigenen Tod, gleicht ja im Grunde ein Testament. Und deshalb müssen die Anforderungen, insbesondere die Formelnanforderungen, die an ein Testament zu stellen sind, auch an ein solches Schenkungsversprechen gestellt werden. Das heißt, natürlich unterliegt das Schenkungsversprechen seinerseits schon den Formerfordernissen des 518 BGB, also Nutralburkundung, aber kommt noch ein bisschen was hinzu im Erbrecht 2247 BGB. Und insofern müssen diese Anforderungen dann ebenfalls erfüllt sein. Es sei denn, die Schenkung ist schon vollzogen worden, das heißt, alle Amtshandlungen sind schon vorgenommen worden, bis auf der Bedingungseintritt, dann kann auch Heilung eintreten nach 518 Absatz 2 BGB, wenn dann die Schenkung im Übrigen später vollzogen wird. Anders formuliert, wenn alles schon so weit fortgeschritten ist, dass nur noch gestorben werden muss, ist das im Grunde wie ein Anwartschaftsrecht. Und dann liegt ein Vollzug im Sinne des § 2301 Absatz 2 vor. Dann wird verwiesen auf unter anderem 518 2, also die Heilungsmöglichkeit. Und dann sind wir wieder bei der Form Wirksamkeit. Das heißt also, dieser Fall wird typischerweise im Zusammenhang mit der Form zu diskutieren sein. Und da muss man genauer hingucken, wie das ausgestaltet ist. Gut. Kommen wir nochmal zur gesetzlichen Erbfolge. Das war ja das Gegenstück zur Verfügung von Todeswegen. Und kümmern uns erstmal um die gesetzliche Erbfolge bei Verwandten. Also neben dem gesetzlichen Erbrecht des Ehegatten war das so der eine Fall. Und da wird nach Ordnung unterschieden in den § 1924 folgende BGB, die die Erbfolge bei Verwandten regeln. Es gibt Verwandte erster Ordnung, das sind die Abkömmlinge, also kurz gesagt die Kinder des Erblassers. Dann zweite Ordnung, das sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Und dann die dritte Ordnung, Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge und dann nochmal eher Theorie, noch weitere Ordnungen. Und das heißt, da gilt insbesondere das Repräsentationsprinzip, das heißt, wenn jemand stirbt, dann erbt der Abkömmling und nicht die Abkömmlinge des Abkömmlings. Das heißt, er repräsentiert sozusagen den Stamm dort. In dem Moment, wo aber der Abkömmling, also das Kind, stirbt, erben dann automatisch die Enkelkinder, sozusagen Eintrittsrecht der Enkelkinder. Das heißt, der Repräsentant ist weg und die Schleuse sind geöffnet, dann wird es weiter nach unten durchgereicht. So steht es jeweils in den Absätzen 2 der verschiedenen Paragraphen, die sich mit den verschiedenen Ordnungen betreffen und auch in dem jeweiligen Absatz 3, was das Eintrittsrecht betrifft. Gut, kümmern wir uns aber insbesondere nochmal um das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten. Und das ist in § 1931 folgende BGB geregelt. Und der Ehegatte erbt im Verhältnis zu Verwandten, neben Verwandten der ersten Ordnung, also neben den Kindern, also Mann stirbt, Frau erbt, es sind Kinder da, erbt der Ehegatte zunächst mal ein Viertel, das steht in § 1931 Absatz 1, Satz 1, erster Fall. On top aber, weil es ja den gesetzlichen Güterstand typischerweise gibt, den der Zugewinngemeinschaft, auf Basis der sogenannten erbrechtlichen Lösung, wird pauschal dieses Viertel noch um ein weiteres Viertel erhöht. 1931 Absatz 3, 1371 Absatz 1 BGB sagt, dass der Zugewinnausgleichsanspruch, also abgegolten wird, dadurch, dass dieses Viertel, das ohnehin schon dem Ehegatten zusteht, nochmal erhöht wird um ein weiteres Viertel. Das heißt, ein Viertel plus ein Viertel, simple Mathematik, die dann hier tatsächlich auch vorausgesetzt wird in der Klausur. Seltener Fall, aber so ist es eben, ergibt ein Halb. Das heißt, normalerweise erbt der Ehegatte die Hälfte. Es sei denn, er entscheidet sich dafür, das Erbe auszuschlagen und dann den Zugewinnausgleichsanspruch konkret ausrechnen zu lassen. Dann würde er nach 1378 den Zugewinnausgleichsanspruch haben plus noch den Pflichtteil nach 2303 Absatz 2. Und das kann im Einzelfall wirtschaftlich gesehen besser sein, aber die Klausur wird nie davon handeln, dass du jetzt auf den Cent genau ausrechnen musst, ob es für den
überlebenden Ehegatten besser ist, einfach die erbrechtliche Lösung passieren zu lassen oder das Erbe auszuschlagen und die güterrechtliche Lösung zu bekommen. Aber die zwei Möglichkeiten gibt es zumindest da draußen in der Wirklichkeit und das hat dann auch ein bisschen was mit Mathematik zu tun, was dann wirtschaftlich besser ist. Gut, die weiteren Fälle Gütertrennung, Gütergemeinschaft können wir mal vernachlässigen. Außerdem wird gerne noch in der Zusatzfrage in der Klausur gefragt, nach dem Voraus, § 1932 BGB. Das heißt, wenn es irgendwelche Hochzeitsgeschenke gibt, dann hat der überlebende Ehegatte neben den sonstigen Ansprüchen, die er hat, auch noch einen schuldrechtlichen Anspruch aus 1932, 2174 BGB, also wie ein Vermächtnis, darauf, dass diese Hochzeitsgeschenke herausgegeben werden. Also neben der Stellung als gesetzlicher Erben hat er dann eben noch speziell diesen schuldrechtlichen Anspruch auf den Voraus. Das hat etwas mit Nostalgie zu tun, dass bestimmte Gegenstände dann eben auch dem einen Ehegatten oder dem überlebenden Ehegatten zugeordnet werden sollen. Gut, dann können wir auch im Erbrecht schon mal so ein bisschen durchatmen und hätten die wichtigsten Themen im Erbrecht oder wichtige zumindest abgehandelt. Also wir haben abgehandelt Verfügung von Todeswegen, die gesetzliche Erbfolge und kommen jetzt nochmal zum Pflichtteil. Das heißt, nächste Amtshandlung ist jetzt der Pflichtteil und da springe ich jetzt nochmal hin. Das heißt, wenn im Testament steht, dass du nichts erbst, ist die Frage, bekommst du wirklich nichts? Oder wenn wir es jetzt mal hier so nehmen, M und F haben zwei Kinder, A und B, und M stirbt. Der Nachlass beträgt 1 Million und im Testament steht, B soll nichts erben. Und die Frage ist, welche Ansprüche hat der B? Also zunächst mal, er ist nicht Erbe. Wenn er ein Erb worden ist, dann hat er nicht die Stellung eines Erben, aber er hat möglicherweise einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erben, in der Summe auch Erbengemeinschaft genannt, auf Auszahlung des Pflichtteils, § 2303 Absatz 1 BGB. Und Pflichtteilsberechtigter ist insbesondere der Abkömmling, also hier in diesem Fall der B als Sohn. Eltern und Ehegatten eventuell auch. Er muss eigentlich gesetzlicher Erbe sein, als Sohn wäre er das auch nach § 1924 Absatz 1. Er muss von der Erbfolge durch Verfügung von Todeswegen ausgeschlossen worden sein. Und hier haben wir ja die Enterbung im Testament nach 1938. Und Anspruchsgegner sind die Erben. Und da muss auch der Erbfall natürlich eingetreten sein. Und dann hat er den Anspruch auf den Pflichtteil. Und das ist ein schuldrechtlicher Anspruch. Und zwar in Höhe der Hälfte dessen, was ihm eigentlich nach der gesetzlichen Erbfolge zugestanden hätte. Das heißt, in der Klausur musst du jetzt tatsächlich ausrechnen, was hätte er denn normalerweise bekommen. Und normalerweise, wenn nichts Besonderes geregelt ist, bekommt die F die Hälfte, das hatten wir ja schon gesehen. Und die Kinder bekommen den Rest, und zwar nach 1924 Absatz 4, je zur Hälfte. Das heißt, normalerweise hätten A und B zusammen 500.000 bekommen, das heißt, je zur Hälfte 250. Und davon bekommt er jetzt nur die Hälfte, aber immerhin. Das heißt, er bekommt nicht etwa nichts, sondern die Hälfte von dem, was ihm gesetzlich zugestanden hätte. Und das wäre in diesem Fall 125.000 Euro. Anspruch nicht erloschen, Anspruch durchsetzbar, eventuell kommt noch eine Stunde in Betracht, 2331a BGB, kann man zur Kenntnis nehmen, ist jetzt aber auch nicht so relevant. Das heißt, am wichtigsten ist, dass du verstanden hast, dass man etwas bekommt, aber eben auch nur die Hälfte von dem, was einem sonst aufgrund der gesetzlichen Erbfolge zugestanden hätte, in Klammern inzidenter kurz einmal ausrechnen, was das gewesen wäre. Gut, ja, allerletzte Amtshandlung hier im Erbrecht ist nochmal eine weitere wichtige Vorschrift, die in der Klausur eine Rolle spielen kann, der öffentliche Glaube des Erbscheins. 2365 folgende BGB, ein weiterer Gutglaubenstatbestand, um es mal so zu formulieren, neben 929 Satz 1 BGB und 892 BGB, also für bewegliche und für unbewegliche Sachen, gibt es noch on top den Erbschein. Konkreter Fall, A stirbt und Sohn B als Alleinerbe verkauft an C ein Grundstück und übereignet es, auch ein Grundstück, das zum Nachlass gehört. B wird auch im Erbschein als Erbe ausgewiesen und im Grundbuch steht immer noch ursprünglich der A. Nun taucht aber ein Testament auf, wo der A den X als Alleinerben ausgewiesen hat, also ein Widerruf des oder zumindest eine Verfügung von Todeswegen, die dazu führt, dass der B nicht mehr Erbe ist. Und jetzt stellt sich die Frage, hat C das Eigentum erworben? 873, 925, Einigung in Form der Auflassung, Eintragung, eigentlich sein Berechtigung. Bei Berechtigung müsste man sagen, müssen wir mal gucken, B ist ja letztlich nicht Erbe, wenn A ein Testament vorgesehen hat, in dem der X als Alleinerbe ausgewiesen ist. Das heißt, Berechtigung nein, aber vielleicht gutgläubiger war von Nichtberechtigten nach 2365 folgen. Und der hat jetzt folgende Voraussetzungen, die hier jetzt noch stehen. Rechtsgeschäftlicher Erwerb eines Erbschaftsgegenstandes. Ja, hier geht es um eine Übereignung nach 873, 925, und zwar über ein Grundstück, das zum
zur Erbschaft gehörte. Rechtsstandstatbestand, das ist der Erbschein. Das heißt, der Erbschein erzeugt den Rechtsschein, dass das, was da drin steht, richtig ist. Und im Erbschein stand ja der B als Erbe. Das heißt, es entstand der Eindruck, B sei Erbe und damit berechtigt, darüber zu verfügen. Und schließlich müsste auch der C gutgläubig gewesen sein. Und er ist gutgläubig, wenn er nicht bösgläubig ist. Und bösgläubig ist nach § 2366 BGB, wer positive Kenntnis von der Unrichtigkeit hatte. Das heißt, sollte der Erwerber gewusst haben, dass der C gewusst haben, dass B nicht Erbe ist, also nicht Eigentum ist, dann ist er natürlich wie immer nicht schützenswert. Wobei eine Sache vielleicht noch von Bedeutung ist, ist es nicht entscheidend, ob der C sich den Erbschein hat zeigen lassen. Das heißt, auch dann, wenn der C den Erbschein nicht gesehen hat, ist er trotzdem schützenswert. Geschützt ist das sogenannte abstrakte Vertrauen. Das heißt, er muss nicht gutgläubig aufgrund eines Blicks in den Erbschein gewesen sein. Das korrespondiert auch mit anderen Gutglaubenstatbeständen. Das heißt, bei 892 BGB, bei der Unrichtigkeit des Grundbuchs, wird auch das abstrakte Vertrauen geschützt. Das heißt, man erwirbt gutgläubig das Eigentum an einem unbeweglichen Gegenstand, an einem Grundstück, unabhängig davon, ob man ins Grundbuch geblickt hat. Das Gleiche gilt für § 15 HGB bei Unrichtigkeit des Handelsregisters. Auch da kommt es nicht darauf an, dass der Rechtsverkehr der Erwerber, also in das Handelsregister geguckt hat. Das heißt, insofern auf einer Linie mit anderen Rechtsscheinstatbeständen kommt es also nicht darauf an, dass der C tatsächlich den Erbschein gesehen hat. Gut, ja, das war im Grunde schon die letzte Amtshandlung in diesem kleinen Gewaltritt-Crashkurs genannt durch das Familienrecht und das Erbrecht. Mit dem Fokus ganz klar auf die Dinge, die in der Pflichtfachklausur typischerweise auftreten. Das heißt, wenn du das hast, dann hast du das, was notwendig ist, aber auch ausreichend ist für die Klausur. Und für die Klausur drücke ich dir natürlich auch die Daumen. Und wenn es das Examen betrifft, natürlich auch für das gesamte Examen. Vorsorglich noch der Hinweis, alles, was ich hier erzählt habe, noch einmal kannst du aufrufen, indem du bei info@jura-online.de darum bittest, dass dir das 10-Tages-Paket freigeschaltet wird, wo du dann unentgeltlich und ohne irgendwelche versteckten Verlängerungen oder sowas ähnliches alles nochmal in Ruhe nachhören kannst. Unter selbiger E-Mail-Adresse, also info@jura-online.de, kannst du mir auch noch Fragen stellen, die ich dann gerne im Nachgang dieses Webinars beantworte. Gut, das soll es hier gewesen sein. Alles Gute und bis demnächst.